So, meine lieben Ödlandbewohner, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. So, und ich habe einiges zu berichten, denn ich weiß jetzt, wie das geht mit den Drachenseelen. Den entscheidenden Tipp hat der liebe Idno mir erzählt, uns geschrieben in den Kommentaren, voll gut. Easy peasy, wir müssen einfach nur Magie, Schreie und den Schrei, den wir wollen, können wir jetzt mit Viereck aktivieren, wenn wir Drachenseelen haben. Das heißt, wir machen das jetzt. Zack. Und das Thema ist durch. Easy peasy. Voll gut. Das heißt, wir könnten jetzt rein theoretisch die eine Quest weitermachen. Passt ganz gut, denn wir müssen auch noch hier auf die Antwort von Ralis warten. Aber wir können, wenn wir den Schrei Willenbeugen auf den Windstein an jetzt machen. Das gefällt mir sehr. Dann werden wir jetzt mal easy peasy, ganz entspannt zurücklaufen. Und dann sollte das gleich funktionieren. Ich bin sehr gespannt, was dann passiert. Haben wir... Oh, Supolus. Haben wir ein Problem auf jeden Fall schon mal gelöst. Ich habe da ehrlich gesagt... nie so wirklich drauf geachtet. Und hier kommt ein Zweigling. Den hauen wir ordentlich reich auf den Schädel. Zack. Bam. 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 Wo ist Serana eigentlich? Die hat wieder keinen Bock, ne? Die ist wieder zu Hause geblieben. Oha. Das hat gescheppert. Die hängt da hinten irgendwie fest. Komm, Serana. Wir haben zu tun. So. Gehen wir hier lang. Tramawurzel. Oh, was gibt es? Nix. Ich wollte die Wurzel aufsammeln, weil ich nicht weiß, was das ist und was man damit machen kann. So, pass mal auf. Hier vorne ist auch wieder was. Das könnten wir eventuell mal eben mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Oh. Das waren ja mal richtig creepy Geräusche gerade. Erinnert mich an Krieg der Welten. Woher seid ihr gekommen? Oh, noch ein Zweigling. Komm ran, du. Lump. Bam. Ich mache aus dir Holzkohle. So. Perfekt. So, dann gucken wir mal hier, was es hier so zu entdecken gibt. Das sieht mir nach einer alten Festung, Ruine oder sowas aus. Tramawurzel. Zack. Ihr habt doch alle einen an der Wurzel. Gipfelturm. Ah, oh, wer ist er denn? Aschenbrut. Alter. Der sieht aber ungemütlich aus. Junge, Junge, Junge. Krieg trotzdem einen auf den Schädel. Ist mir egal. Guck mal hier. Achso, ich dachte, das geht hier weiter. Ist anscheinend nur so ein altes, zerfallenes Tunnelsystem, was nicht mehr gebraucht wird. Na gut. Dann, gehen wir hier mal weiter. Das sieht hier auch interessant aus. Können wir uns auch mal... Ah, können wir uns auch mal eben angucken. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, nehmen wir es gerne mit für Schnellreisezwecke später. Macht das Leben dann ein bisschen entspannter. So. Was haben wir denn hier? Kann man da rein? Irgendwie vielleicht? Hat auf jeden Fall Fenster. Vielleicht ist hier ja irgendwie ein Schatz oder so. Irgendwas, was man gebrauchen kann.
Nö. Kommen wir so erstmal nicht hin. Na gut, dann gehen wir hier weiter. Gehen wir hier weiter, so. Zap, zarab. Nehmen da vorne das Hütchen oder was es da auch immer sein mag mit. Laufe ich überhaupt richtig? Ich weiß das gar nicht. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ich glaube, ich bin in der ganz falschen Ecke. Ah, obwohl doch. Hier. Passt schon. Dauert nur ein bisschen. Woher seid ihr gekommen? Oh, oh. Ein Zweigling. Na komm ran, du Stück Holz. Ey. Oha, zwei Stück. Nicht gut. Ach. Die hauen sich gegenseitig weg, ist auch gut. Von mir aus. Bam. Gut gemacht. Kultist. Mehr. So. Noch einer. Das gibt's doch nicht. Ihr werdet nicht gewinnen. Crit. Crit, crit, crit. Sehr gut. Zack. Einmal ein bisschen heilen. Ah, das hörte sich ja nicht so gut an. Ich glaube, der hatte gerade ein bisschen Schmerzen. So, wen haben wir hier? Maroder Handelsaußenposten. Ja, der ist wirklich mal Außenposten. Also am Popo der Welt, würde ich mal sagen. Falas, ja? Selwein. Wer seid ihr? Wer bin ich? Ja. Wer seid ihr? Na, kauft etwas oder geht weit. Ich bin der Maddie und ich möchte gerne wissen, was du im Angebot hast. Manchmal fallen sie von einem Wagen herab. Ich finde sie, mache sie sauber und verkaufe sie weiter. Ja, ja, hier vom LKW gefallen und so. Das kenne ich. Werft einen Blick darauf. Ja, zeig mal. Was hat er denn Schönes? Ebenerzbogen? Ah, nee. Bösartiges Gift. Zutaten. Täterherz. Netschgelee. Bücher. Sonstiges? Ja, nee. Nee. Aber wenn wir dann schon mal hier sind, dann können wir auch was verkaufen. Hab ich irgendwas, was ich ihm anbieten kann? Zack. Den behalten wir. Das brauchen wir nicht. Bekleidung, haben wir da irgendwas? Hier ist Smaragdring. Oder die Kette. Machen wir den Ring. So, jetzt ist er pleite. Bis zum nächsten Mal. Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Ich mag Belator trotzdem lieber. Belator ist mein Dude. Ich mag den. Aber gut, den werde ich hier wahrscheinlich so schnell erstmal nicht sehen. Muss ich mich an andere Handelspartner gewöhnen. So, was ist das hier? Kargometz. Kargometz, das sieht auch interessant aus. Aber hier gehen wir noch nicht. Oh. Oha. Das sieht ja gar nicht gut aus. Lieder der Rückkehr. Lesen. Irgendwas Interessantes? Nö. Okay. Und die Kette nehmen wir mit. Dankeschön. Zack. Kommen wir hier hoch? Nee. Gut, gehen wir außen rum. Auch kein Problem.
So. Oh, es wird langsam hell. Wenn wir Glück haben, sehen wir gleich den Sonnenaufgang. Wenn es denn einen gibt. Das sieht schon krass aus hier mit diesen ganzen Drachengerippen, die hier so rumliegen. Scheint aber keinen zu interessieren. Pong, pong. Oh, ich glaube, wir sind gleich da. Oh, oh. Ja. Des Nachts holen wir uns wieder. Was bei Tage gestohlen wurde. Die sind wirklich ein bisschen wie auf Droge. Zumindest von dem, was sie da so erzählen. Das ist alles so ein bisschen verwirrend. Aber gut. So. Müssten eigentlich bald da sein, oder? Ja. Ich hätte auch hinreisen können, aber nein. Warum nicht mal ruhig ein bisschen Sightseeing machen? Und diese wunderschöne Landschaft stiefeln. Und sich von Kultisten in einen Hinterhalt locken lassen. Ah ja, genau. Hier haben wir den Wasserfall. Ach komm, was soll's. Runde planschen. Muss auch mal sein. Können wir uns mal den Schmutz von der Rüstung putzen. Oder waschen. Wie auch immer. So, jetzt pass auf. Weit von uns entfernt. Magie. Schreie. Willen beugen. Den hätte ich gerne. So. Ich schätze, jetzt ist alles klar. Irgendwas passiert da gerade. Boah. Blind. Oh, oh. Bezwinge den Schleicher. Oh oh. Ja. Kackvieh. Ah. Was für ein Vieh, ey. 302 Gold. Ring der großen Zerstörung. Ja. Rubinring. Das ist mal eine Belohnung. Quest erfolgreich. Jetzt müssen wir nur noch Storn davon berichten. Das ganze Dorf ist hier. Ja. Übler Zauber ist das. Fanari, laute Stimme. Was ist passiert? Lass ich uns nach drin gehen. In eine Höhle. Fürchtet ihr seid ihr? Ja. Wir lassen die da jetzt erstmal in Ruhe. Die müssen sich, glaube ich, erstmal sammeln. Gut, laufen wir wieder zurück. Ach, guck mal, hier ist sogar eine Brücke. Sehe ich auch gerade zum ersten Mal, glaube ich. Oder? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ah, ich glaube, das sieht gut aus. So, nett. Bin ich jetzt aber mal echt neugierig, was der Storn da gleich zu sagt. Ich denke mal, das wird ihn freuen. Oh, was wird hier angebaut? Kartoffelpflanzen. Lecker Bratkartoffeln. Oder Kartoffelauflauf. Also Gratin, auch lecker. So. Schamanenhütte. Klopf, klopf. Wer da? Schläft bestimmt, oder? Ja, die schlafen alle. Storn, altes Haus. Wir müssen reden. Reden. Nicht näher. Ihr habt gesiegt. Ich kann es spüren. Ja. Cool, oder? Euer Volk ist frei.
So ist es. Ihr habt euch als wahrer Verbündeter der Skal erwiesen. Ja, na klar. Daher sind auch die Skal eure Verbündeten. Was machen wir jetzt? Wenn ihr den Windstein befreit und den Bann über mein Volk gebrochen habt, könnt ihr für den Rest von Solstheim vielleicht das Gleiche tun. Damit werden wir Mirak nicht gänzlich aufhalten. Aber vielleicht können wir ihn etwas bremsen. Aha. Das reicht nicht. Ich muss Mirakuli sofort aufhalten. Dabei kann ich nicht helfen. Niemand hier kann das. Warum denn nicht? Ihr benötigt das Wissen, das Mirak selbst erlernt hat. Ihr müsst mehr über dieses schwarze Buch herausfinden. Erzählt mir mehr über dieses Buch. Das war in Miraks Besitz. Es sieht nicht aus wie etwas vom Drachenkult. Ach was. Es ist ein finsteres, unnatürliches Ding. Ich will nichts damit zu tun haben. Aber der Zauberer der Dunkelelfen, Nelot, er kam vor einiger Zeit zu uns und fragte nach schwarzen Büchern. Ich glaube, dass er sehr viel über sie weiß. Okay. Vielleicht sogar zu viel. Sucht ihn im Süden. Seid vorsichtig, Drachenblut. Hier ist etwas anderes am Werk. Ja, habe ich schon gemerkt. Abgeschlossen, das Schicksal der Skal. Und begonnen, der Weg des Wissens. Hm. Was wisst ihr über die schwarzen Bücher? Können wir auch mal fragen. In unseren Traditionen werden sie nicht erwähnt. Aber sie und Mirak sind miteinander verbunden. Okay. Wenn ihr ein schwarzes Buch gelesen habt, habt ihr ihn gesehen. Und die Macht des Buches stammt aus der gleichen dunklen Quelle wie die, die den Windstein korrumpiert hat. Okay. Aber seid auf der Hut. Ihr geht jetzt den gleichen Weg wie Mirak. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Wieso glaubt ihr, dass dieser Nelot mir bei der Suche nach den schwarzen Büchern helfen kann? Er sucht ebenfalls nach ihnen. Ach. Er hat sogar schon eins gefunden. Er hat es mir gezeigt, als er hierher kam. Es ähnelte dem, das ihr in Miraks Tempel gefunden habt. Eine Schöpfung dunkler Magie, nicht des Allschöpfers. Verstehe. Gut, dann... Möge die Dunkelheit euch nie berühren. Ja, okay. Nehme ich mal so hin. Aber wir haben neue Freunde. Und wir werden nochmal... Aua. Wir werden mal versuchen, den Nelot in dieser Folge noch aufzusuchen. Da können wir da nämlich beim nächsten Mal direkt wieder neu starten. Das wäre auf jeden Fall toll. So, wir können ja mal schon mal ein bisschen gucken. Süden hat er gesagt. Ach, du Heiliger. Das ist aber ein bisschen weit weg. Aber guck mal hier. Haha, maroder Handelsaußenposten. War gut, dass wir da waren. Können wir nämlich jetzt rüberreisen und dann ist der Weg nur noch halb so lang. Das ist doch schön. Wunderbar. Okay. Also, gehen wir hier den Weg lang. Und da läuft jemand. Hey, bleib stehen. Hallo. Monsieur. Hallo, mein Herr. Bitte einmal stehen bleiben. Ich möchte mit Ihnen reden. Wir sind nach Süden gekommen, um unser Können gegen den mächtigen Netsch auf die Probe zu stellen. Schließt ihr euch uns an? Ja, klingt gut. Sehr gut, mein Freund. Mögen wir alle wacker kämpfen oder sterben? Ja. Seid ihr lebend, kommt ihr hier nicht raus. Ist er das schon hier, oder? Netzspülle. Keine Spur von ihm. Netzgelee. Essen. Das war eine gute Jagd. War's das jetzt schon, oder?
keine Ahnung. Aber diese Netzdinger, die kenne ich aus Elder Scrolls Online. Die sind da regelmäßig zu sehen. Na gut, wir gehen weiter. Was mir das jetzt gebracht hat, weiß ich allerdings nicht. Oder muss... Warte mal, ich quatsche hier nochmal an. Vielleicht geht das noch weiter. Möchte ja auch nichts verpassen. Unser Sieg wird unserem Volk Fleisch und Knochen und unseren Familien Ehre bringen. Da ist er, ja. Über diesen Tag wird man Lieder singen. Ah, okay. Dann singt mal. Boah, guck mal da hinten. Das sieht ja auch unheimlich aus. Ist das auch ein Vieh? Ach, nee, das ist kein Vieh. Das sind diese Reisedinger, ne? Die kenne ich schon. Die habe ich auch in Elder Scrolls Online schon mal gesehen. Aber benutzt habe ich sie noch nie, lustigerweise. Ach, guck mal. Schönen guten Tag, der Herr. Rebus Sarvani. Ich entnehme eurem Gesichtsausdruck, dass ihr noch nie einen Schlickschreiter gesehen habt. Richtig? Schlickschreiter, genau. Nein, was ist das? Das ist Stäubchen. Ich habe sie persönlich aufgezogen, seit Stäubchen. Ihr kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Sie ist jetzt schon lange nicht mehr reisefähig. Oh. Ich habe versucht, sie freizulassen, aber sie will unbedingt hierbleiben. Wie habt ihr hier draußen überlebt? Wir schlagen uns durch, indem wir Handel mit den Einheimischen treiben. Ich bleibe hier und sorge dafür, dass sie in Frieden sterben kann. Das bin ich ihr schuldig. Das ist aber nett. Ab und zu schaffen es Einheimische hier raus, obwohl sie für gewöhnlich nur einen Blick auf Stäubchen werfen wollen. Es gibt kaum noch Schlickschreiter. Also diese Schlickschreiter. Was möchtet ihr wissen? Genug davon. In Ordnung. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Mal gucken, was er hat. Können wir ja ein bisschen unterstützen, ne? Wenn er hier rumhängt. Kann er wenigstens ein paar Waren von uns haben. Aber das sieht interessant aus hier. Kargrumetz Resonanz Edelstein. Ich glaube, den brauchen wir. Vielleicht. Ich nehme den mal mit. Falls jemand weiß von euch, was man damit machen kann, gerne in die Kommentare schreiben. Aber das sieht wichtig aus. So, und im Gegenzug verkaufe ich ihn von mir meine Halsketten. Krankheitsresistenz. Nee, die nicht. Schleichen auch nicht. Steigert die Fertigkeit schwere Rüstung. Ah, nee. Schwachen für... Ja, die behalten wir. Ring der großen Zerstörung. Ja. Schleichen behalten wir. Leichte Rüstung. Weg. Und weg. So. Guck mal, haben wir das Geld doch schon fast wieder drin. Passt auf euch auf. Ja, du auch, mein Freund. Und pass auf Stäubchen auf. Obwohl, warte mal. Ich will mir die Stäubchen mal eben angucken. Dass man das auch mal hier festhält, was das für ein Riesenvieh ist. Ihr guckt euch das mal an. Erinnert mich ein bisschen an Starship Troopers. An die Backviecher. Der eine oder andere wird wahrscheinlich den Film kennen. Gucke ich heute noch sehr, sehr gerne. Aber gut. Er hat es halt Stäubchen genannt. Warum auch nicht? So. Dann begeben wir uns mal wieder hier auf den richtigen Pfad. Und ich glaube, wir sind auch gleich da. Yo. Was macht ihr hier? Solltet ihr Meister Nelod nicht beim Reparieren des Turms helfen? Funktioniert diese Beschwörung nicht? Tell Mythrin. Voll die Hobbithäuser. Voll cool. Nun muss ich mich konzentrieren. Und solltet ihr euch nicht eigentlich um die Schäden am Turm kümmern? Meister Nelod hat Elinea damit beauftragt, den Turm zu reparieren. Nichts. Aha. Warum macht ihr das nicht im Labor, wo es für uns alle sicherer wäre? Das Labor ist zu klein. Außerdem benötige ich den Ascheboden. Meister Nelod weiß, was ich mache. Aber es bringt nichts, ihn deswegen zu stören.
Er ist momentan sehr beschäftigt. Ja, ja, ich... Ihr habt es zu verantworten, wenn etwas schiefläuft. Ich muss erstmal wieder hinein. Ein Aschenwächter. Vielleicht steht etwas im Buch. Wir bekommen ja nicht viel Besuch. Braucht ihr etwas? Varona. Was ist das hier für ein Ort? Tel Mithrin. Die Heimat von Meister Nelot. Ihr habt vielleicht von ihm gehört. Ja. Er ist ein berühmter Telvanni-Zauberer. Was soll das heißen? Er lebt in einem riesigen Pilz. Das müsste stimmen. In Morrowind lassen die Telvanni-Gebäude aus speziellen Pilzsporen entstehen. Ja. Meister Nelot hat tatsächlich hier eines wachsen lassen, in dem er wohnt. Fragt mich nicht, wie er das gemacht hat. Ja, das Zauberergeheimnis, ne? Seid ihr einer von Lenots Lehrlingen? Nein. Talvas ist sein Lehrling. Ich bin hier der Diener. Ah. Ich kümmere mich um die alltäglichen Angelegenheiten von Tel Mithrin. Bis zum nächsten Mal. Naja, Lehrling und Diener ist ja fast dasselbe. Gleiche, wie auch immer. So, Freunde, ich würde sagen, bevor wir hier reingehen, machen wir ein kleines Päuschen und schauen uns dann beim nächsten Mal diese ganze Örtlichkeit ein bisschen genauer an und gucken mal, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich bedanke mich aber jetzt erstmal wie immer fürs Zusehen. Wünsche euch einen zauberhaften Tag und hoffe, dass ihr weiterhin gesund bleibt. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.